Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD! Er ist gut. Ich finde es so süß, wie er sich streckt. Und ich muss euch was Trauriges erzählen. Ich habe gerade schon zwei Parts aufgenommen und naja, ich mache das ja momentan so, dass ich das Videomaterial bzw. das Gameplay auf meinem PC aufnehme und die Audiodatei quasi dadurch, dass mein Mikrokabel relativ kurz ist und es einfach praktischer ist, es auf dem Sofa aufzunehmen quasi, nehme ich mein Mikro halt an meinem Laptop auf. Das heißt, ich benutze zwei PCs quasi und wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das eben so. Und ja, mein Laptop ist halt schon ein bisschen älter und der Akku ist halt Schrott, dass er relativ kurz hält, sag ich mal. Und das Doofe war jetzt, dass ich vergessen habe, ihn anzuschließen, weil ich war, also ich, den letzten Part, den ich aufgenommen habe von gestern, das war halt auch, also ich bin jetzt quasi auch von gestern. Das klingt voll dumm. Also die Aufnahme ist auch jetzt von gestern und ja, ich war halt den ganzen Tag weg und irgendwie weiß ich nicht, ich bin bekloppt. Also ich weiß nicht, ich habe halt auf das Lichtchen geguckt von meinem Laptop und es hat geleuchtet. Dann dachte ich, es wäre angeschlossen, aber er war halt schon an und ich glaube, die Lampe leuchtet einfach immer. Und keine Ahnung, ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich ihn nicht angemacht habe, sondern dachte, ja, boah, du hast ihn die ganze Zeit am Strom gelassen und das zieht ja die ganze Zeit ohne Pause zu machen quasi. Und es war halt voll doof und ich dachte, ja, keine Ahnung. Und irgendwie habe ich es einfach nicht angeschlossen, dann geht der scheiß Laptop einfach aus. Irgendwann nicht das so. Nein. Ich habe so viele tolle Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass ich es toll finde, wie er sich hinstellt, dass er seine Füßchen hier so vorhält und sich so, ich weiß nicht, so ein bisschen elegant hinstellt. Das finde ich irgendwie süß. Oh, er setzt sich mal hin. Lol. Wie sieht's? Okay, das sieht lustig aus. Sonst hatte ich die ganze Zeit nur, dass er sich streckt. Und das sieht voll niedlich aus. Na, ja, mach. Ich streck dich. Hatten wir ja gerade schon, aber ich ist einfach so niedlich. Wie so ein Hund. Ja. Okay. Naja, jetzt habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, das alles nochmal nachzuholen, aber ich muss. Und ich fand es immer noch besser. Also theoretisch habe ich das Gameplay aufgenommen, aber die Stimme halt nicht und naja, ich finde es jetzt nicht so toll, das nachzukommentieren oder so. Deswegen mache ich das jetzt halt nochmal. So. Mit dir haben wir ja schon geredet, wenn ich mich nicht täusche. Und machen wir doch einfach mal die logischen Steps. Also auf jeden Fall fallen mir da noch ein paar Sachen ein, die ich euch unbedingt zeigen muss. So, aber erstmal lesen wir mal das Schild. Das haben wir ja ganz ignoriert, weil hier plötzlich Viecher aufgetaucht sind. So. Geradeaus zum Heiligtum, links die Hauptstraße und rechts die Quelle. Okay. Hier ein Baum und ein Fels, der offenbar irgendeinen Weg versperrt. Ja. Genau. Ansonsten haben wir im letzten Part halt schon, wir sind in das neue finstere Gebiet eingedrungen und sind jetzt als Wolf wieder tätig. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Haben diesen Lichtgeist da hinten gesprochen, der uns mal wieder so einen Tiegel des Lichts gegeben hat, damit wir die Dinger da füllen. Und ja, unser Geruch, der die Kinder quasi beschreibt. Boah, was habe ich denn heute für Formulierung? Der führt in dieses Haus, wo bereits dieser komische Typ da steht, den wir belauschen können. Das heißt, eigentlich logischerweise würde uns der Weg ja zuerst in dieses Haus führen. Sieh mal an, ich glaube, hier kann man hochklettern. Okay, dann klettern wir doch mal hoch, hä? Und hier ist gar nichts, hier ist doch gar nichts. Ach, meine Nase fängt schon wieder an. Also, ich weiß nicht, sobald ich anfange zu reden, ist meine Nase komplett behindert. Einfach nur scheiße. Ich sollte wirklich mal zum Arzt gehen. Okay. Jetzt habe ich gar nicht die Truppe da gesehen. Egal. Da waren auf jeden Fall sehr viele Geister. Oh, jetzt wissen wir auch wer. Verdammt, wo versteckt... Oh, verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, sie sitzen da draußen und warten auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen.
spreche ihn voll böse. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten diese Biester da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen, eins von diesen Dingern, hat sie angegriffen und diese Leute kamen, um mir zu helfen. Und als die Leute kamen, um mir zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Oh, dann werden die zu Monstern, heißt das, wir haben schon ein paar Bewohner getötet? Heul. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden wir auch wir. Burnt! Naja, die heult natürlich als erstes, diese dumme Kuh. Und er ist auch einfach nur verzweifelt. Er hat Angst. Dann sagt man solche Dinge. Er hat einfach Angst. Jedenfalls sind wir ja auch nicht sicher. Gibt es irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt, dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Wie auch immer das funktioniert, dieser Mechanismus. Nein, tu's nicht! Ich weiß natürlich schon, wer redet. Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort diese gleichen Insekten wie draußen. Nein, doch nicht. Alles wird gut. Boah, so eine Kackkuh. Matt wird ganz sicher kommen und uns retten. Okay. Das spüre ich irgendwie. Als ob, dieser Spasti. Der kann uns doch nicht helfen, ey. Ach, Colin, dieser Penner. Glaubt an uns und jetzt stehen wir da. Und müssen das machen. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir es nicht schaffen, die zu retten, dann ist es unsere Schuld, ne? Die glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in diesem Schatten sein, ohne ein Geist oder gar ein Wesen der Finsternis zu werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Ja, habe ich auch gerade gehört. Ich bin nicht taub. Ich habe gute Ohren. Ich habe gute Wolfsohren hier. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Das freue ich mich auch. Also, wie soll es nun weitergehen, einsamer Held? Okay. Schau mal, was sagst du denn so? Du kannst fragen, wen du willst. Die verschließen alle ihre Augen vor der Wahrheit. Und wer soll dieser Matt sein? Und wieso sollte er ausgerechnet unser Dorf retten wollen? Ja, weil wir Bock haben, ne? Wir sind halt cool. Auf jeden Fall ist es im Moment am sichersten, hier zu bleiben. Na gut. Dann zünden wir doch mal die Sachen hier an. Guck mal, ein schwebender Stock. Hallo, schwebender Stock. Interessiert euch das nicht? Okay, dann nicht. Zünden wir mal schnell alles an. Ich wusste nicht, weil der Nase putzt, Alter. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ach Gott. Oh. Okay, wie funktioniert dieser Mechanismus? Ich weiß es nicht. Da ist eine Eule drauf. Wow. Erstmal Stock werfen. Colin hat sich umgedreht. Was ist das? Die Tür zu den Katakomben ist von allein? Ist das denn auch das Werk dieser Ungeheuer? Oh. Ihr hört, wie rotzig diese Nase gerade ist. So, hier sollen Viecher sein. Wo seid ihr? Da seid ihr! Ich werde euch alle vernichten! Bam. Und noch dich! Nein! Ja! Zack! Zack! Und zack, unsere ersten drei Kuschelichtigel-Viecher. Und hier gibt's was zum Wühlen. Achso, und falls ihr euch wundert, weil ich eine andere Rubinanzahl habe als vorher, das liegt daran, dass
ich den letzten Part, also für mich jetzt drei Parts her, heute, also heute Morgen aufgenommen habe, also den Part von gestern, um genau zu sein. Und da habe ich einfach nicht gespeichert, deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum. Ich habe einfach nicht gespeichert, weil ich dachte, ja. Oh nein, ich habe Special ausgelassen, verdammt. Friedhof. Ich muss kurz was überprüfen. Nur kurz, ich komme gleich wieder in den Friedhof. Ansonsten muss ich euch gleich was super Tolles zeigen. So. Wenn man nämlich als erstes zum Friedhof geht, dann sieht man dieses Vorschaubild vom Friedhof ja zweimal, weil man es einmal so sieht und einmal, wenn man da rauskommt aus dem Brunnen. Und jetzt haben wir es einmal verpasst. Ja, toll, ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Special extra noch erleben darf, dass ich zweimal so eine coole Vorschau habe von dem Friedhof, aber nee, jetzt habe ich es natürlich verkackt. Ach, scheiße. Also wenn ihr das Spiel spielt, geht erst zum Friedhof, dann habt ihr einmal die Vorschau und dann geht ihr nochmal den normalen Weg und dann habt ihr es das zweite Mal. So, aber das Tolle, was ich euch unbedingt zeigen muss und ich hoffe, jemand von euch macht daraus eine 1-Stunden-Version oder so eine Zeitschleife, ist hier dieser Baum, diese Wurzel hier. Schaut euch, schaut euch das an. Alter, ich schwöre, ich saß hier gerade eben, als ich das aufgenommen habe, die ganze Zeit versucht, das... Es ist so bescheuert. Nein, es ist einfach so bescheuert, Alter. Das sieht so toll aus. Jetzt ist es nicht mehr so lustig wie am Anfang, Mann. Ich habe so viel gelacht und das habt ihr alles verpasst. Doch, Mann. Oh mein Gott, ey. Guckt euch das mal an, das ist so bescheuert. Das ist nur bei dieser Wurzel hier so. Na? Wie er dann einfach so komisch rückwärts rumrollt und... Ach, ich liebe sowas, ey. Ich könnte wirklich Stunden dran verbringen, hier das zu machen. Deswegen ist es einfach... Ja, es ist einfach cool. Es ist so bescheuert. Weil ich... Beim ersten Mal bin ich ja wirklich nur zufällig so rübergefallen, aus Versehen. Aber das ist bei den anderen nicht so, ne? Nur bei diesem einen. Und auch nicht immer. ach Gott, ey. Das ist so toll. Wieso? Sowas könnte ich wirklich stundenlang machen. Irgendwann verbuggt er sich einfach in diesen Boden rein und dann komme ich nie wieder raus. Naja. Ich will euch aber nicht die ganze Zeit damit voll... Okay. Ich will euch nicht die ganze Zeit damit nerven. Ich wollte es euch nur gezeigt haben, was ich Tolles gefunden habe im letzten Part oder in den letzten Parts, die ich aufgenommen habe, aber nie erscheinen werden. Was ihr Schönes verpasst habt. Meine erste Reaktion darauf. Das ist ungefähr so toll wie die Situation, als ich im vorletzten Part von der Pflanze gefressen wurde. Ungefähr so. Nur besser. So. Ich werde ihn wieder erstmal töten. Wo war ich denn gerade erzählen? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, die Friedhofssequenz kriegt man zweimal. Also unbedingt machen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. So. Dann gehen wir jetzt erstmal die Käferchen suchen. Moment, wir haben das Schild nicht gelesen. Okay, zack. Achtung, Springen verboten! Keine Haftung für Unfälle. Hotel Eldin! Das ist sowieso der beste Name für ein Hotel. In Eldin. Oh, Eldin. Ah, okay. Das hier ist offenbar das Hotel. Mal schauen, was es so drin gibt. So. Ist das das Hotel? Ja, doch. Okay. Ja. Da ist ein Viech. Im Kamin. Komisch. Und hier ist sogar eine erreichbare Dings zum Anzünden. So. Ah ja! Okay. Gegen Feuer ist das Vieh wohl immun. Aber naja. Oh. Oh. Sind das die Leute, die sich verwandelt haben, die hier gearbeitet haben? Beziehungsweise die eine hat ja hier gearbeitet, die alte Frau, die wir nie kennenlernen werden. Und der Typ, der sie retten wollte. Es ist schon ein bisschen traurig, dass wir hier die jetzt einfach töten. Ist echt fies, eigentlich. Ne? Fies.
Naja. So. Aber schon sind sie tot und Geschichte und niemand wird jemals wieder an sie denken, weil niemand spricht sie in dem Spiel wieder an. Wirklich niemand. Also keiner interessiert es. Niemand wird erfahren, wer hier eigentlich gewohnt hat. So. Aber eine kleine Truhe kriegen wir. Mit 20 Rubinen. Hallo. Ihr seid mir immer willkommen. Okay. Also hier, also die haben hier ein bisschen getrunken, ja, ich glaube schon. Wenn die leer sind zumindest. Also doch, die sehen doch ganz leer aus. Ach, ich weiß nicht. Ach, hol. Mit einer Gans, da gehe ich auch gleich. Ah ne, hier ist ja noch einer. Das heißt, drei Leute töten wir hier, die keine Bedeutung haben. So, diese Schränke kann man hier einfach umwerfen. Diese Schränke sind einfach umwerfend. Oh. Und da kriegen wir Geld. Von manchen. Und hier sind ein paar Betten. Ist doch auch nett. Ist halt ein Gasthof, ne? Kronleuchter und ja, tschüss. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Hier gab es nur einen Geist, einen Lichtgeist. Nee, Moment. Ein Lichtgeist ist was anderes. Hier gab es nur einen. Moment, sind das Kisten zu kaputt machen hier? Nee. Das sind statische Kisten, okay. Ein Käfer. Ach, der Ofen ist kaputt, deswegen raucht es so hoch, ja. Das ergibt ein bisschen. Ach, meine Nase nervt jetzt voll. Und kaum zu glauben, ich habe wirklich, ich glaube, die 20 Minuten. Normalerweise ist man, wenn man es nochmal nachspielen muss, eine Sequenz in dem Let's Play, ist man schneller als vorher, aber ich glaube, dieses Mal bin ich ein bisschen langsamer gewesen, weil ich einfach. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Naja, hier ist auf jeden Fall irgendwie so eine heiße Quelle, die später auftaucht. Kann man hier dran erkennen. Kakariko-Therme, frei für jedermann. Erfrische dein Herz mit einem heißen Bad. So. Und ich frage mich, ob man die Zeichen hier übersetzen kann und was das dann bedeutet. Weil eigentlich, ja doch, sind halt einfach diese Zeichen, die haben eigentlich eine Bedeutung. Die Frage ist halt, das ist auch an den Grabsteinen so, genau, das muss ich auch nochmal zeigen. Mache ich jetzt nochmal, warum nicht? Vorher lese ich noch das hier. Gemischt Warenladen, Waren des täglichen Bedarfs und Gebrauchtwaren. Gebrauchtwaren, okay. Und hier haben wir auch noch nicht gelesen. Sackgasse, Hotel Eldin. Okay. Ich will das nur mal abgefilmt haben. Die Zeichen, falls jemand von euch Bock hat, das zu übersetzen, einfach nur so. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der das darauf Lust hat. Aber hier zum Beispiel. Okay, vielleicht sollte ich erst das Vieh hier töten, bevor es mich tötet. Okay. Hier. Theoretisch muss man das ja übersetzen können, weil es sind halt die Schriftzeichen, die man übersetzen kann normalerweise. Es gibt halt sehr viele Wiederholungen drin, ich weiß nicht genau. Ich glaube, in jeder Zeile steht doch das. Die unteren drei Zeilen sind gleich fast. Nein, ich weiß nicht. Die Frage ist halt, diese Zeichen gibt es ja sowohl für die westliche Schrift, nenne ich es mal, also die Buchstaben A bis Z quasi, und für die japanische Schriftart oder Schriftform, ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, gibt es auf jeden Fall immer einzelne, also unterschiedliche Buchstaben oder halt in dem Sinne Zelda-Buchstaben quasi. Und da fragt man sich halt, sind es dann die Deutschen oder nicht? Also quasi kann man das ins Deutsche übersetzen oder nicht? Das hier glaube ich zum Beispiel schon, aber beim Grabstein bin ich mir nicht ganz sicher. Hotel Eldin. Einzelzimmer 100 Rubine inklusive Frühstück. Wow, mit Frühstück? Was ist denn das Frühstück? Eine Flasche Wein? Freier Eintritt in Naturthermen. Aber da kann ja sowieso jeder rein. Genau. Dann ist auch die Frage, ob es vielleicht von rechts nach links gelesen wird oder so. Also ich weiß nicht, müsste man mal gucken. Steht auch in Hyrule Historia, also die ganzen Hieroglyphen, ich nenne es einfach mal Hieroglyphen, keine Ahnung, in Schriftformen, die gibt's übersetzt, glaube ich, da. Da könnte man mal gucken. Mache ich vielleicht mal. Burns Bombodrom, An- und Verkauf von Explosiva, ganzjährig geöffnet. Ganzjährig? Heißt das irgendwie 24 Stunden am Tag ganzjährig? Weil, wieso, also... Das ist ja quasi die einzige Beschreibung für Öffnungszeiten. Ganzjährig bedeutet irgendwie immer. Komisch. Naja, so. Nee, das kann man nicht lesen. So,
Aber brechen wir doch mal kurz in dieses Haus hier ein. Und meine Nase nervt schon wieder. Okay. Oh, hier gibt's was zu lesen. Feuergefahr! Lampen strengstens verboten. Okay. Alles klar, und eine coole Treppe. Ich glaube, das ist die einzige Treppe in diesem ganzen Spiel. Feuergefahr! Lampen strengstens verboten. Ah ja, hier müsste ein Viech gefangen sein. Oh, der ist da oben gelandet. Okay. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Gut. Manchmal wiederhole ich einfach so Sachen. Ich weiß nicht mal warum. Naja. Was soll's? So, ich glaube hier. Hoi. Was für ein süßes Schild mit Totenkopf. Voll schlecht bemalt, was? Ich will's vom Nahen sehen. Ja. So. Naja, fast. Okay. Okay. Ich würde sagen. Oh, nach dem Kampf hier beende ich mal den Part. Soweit ich weiß, bin ich sogar genauso weit gekommen, wie ich beim letzten Mal gekommen bin. Also, war doch ganz okay. Und ja. Habe ich schon wieder was verpasst? Bin ich wieder zu weit da hingelaufen? Weil ich glaube, normalerweise sind die Viecher. Also, da müsste eigentlich noch so ein Lichtgeist. So ein Geist sein. So ein Käfer. Der sich zum Haus. Dingst. Also krabbelt. Aber egal, jetzt sind sie weg. Pech. Okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Können wir hier was graben? Nee, aber ich glaube, hier greift mich gleich wieder die Fledermaus an. Und ja. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja. Beim nächsten Part werden wir uns schlau darüber machen, warum dieses Haus ziemlich ungünstig ist. Ja. So. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und Bewerten nicht vergessen.